Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und heute wollen wir über ein neues Event sprechen, was rauskommt oder was, glaube ich, sogar schon da ist. Aber bevor wir das machen, ich habe in der letzten Woche, ihr seht es unten an dieser Zeit hier, dass bald wieder die neue Steinrotation kommt. Ich habe in der letzten Woche mein wöchentliches Steine-Summoning nicht gemacht. Also ich mache ja jede Woche ein Summoning der Steine, also einmal draufdrücken, einfach nur aus Spaß. Und ansonsten spare ich mir die Steine immer für eine Rotation, wo ich gern was haben möchte. Wir gucken mal rein, also in der jetzigen Rotation von letzter Woche, die jetzt gleich enden wird, haben wir diese hier. Da ist im Prinzip eigentlich, also ich rede jetzt nicht von den Nat 5, ne? Die sind ja meistens nützlich und gut, ne? Also da gibt es ja kaum mal was, was man nicht braucht. Aber von den Nat 4 bräuchte ich halt noch die Feuer-Epikon-Priesterin, die fehlt mir noch. Aber nächste Woche ist noch etwas interessanter, weil da ist Garo und wer aufgepasst hat, im letzten Event, wo man die 4-Sterne-Summonings machen kann, mache ich nur Feuer-Summonings und hoffe auf Garo. Das heißt also, wir werden dann nächste Woche, also quasi in 2,5 Stunden, ein Steine-Summoning machen, und wenn da Garo kommt, dann kann ich dann in diesem Event auch nochmal andere Elemente gehen. Beziehungsweise vielleicht ein anderes Feuermonster nehmen. Das müssen wir mal schauen. Aber jetzt machen wir den einen Steine-Summoning hier und dann gehen wir direkt rüber in den aktuellen Event. Den möchte ich nämlich kurz erklären. Schauen wir mal, keine Blitze, alles klar. Gar nicht lange drum herum. So, ist denn das Event hier schon in der Eventliste? Ich habe noch gar nicht geschaut. Ja, da ist es. Aufwertungssteine und Runenfertigungsevent heißt das. Und so wie es heißt, so ist es auch. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber ihr seht schon, ihr müsst hier oben erstmal für euren täglichen Check-in den Button drücken und dann kriegt ihr 30 Energie dafür. Also das ist erstmal jetzt nichts Besonderes. Dann kommt der zweite Teil des Events. Sammle Punkte, um Aufwertungssteine und Runen zu erhalten. Dieses Punktesammeln, das erkläre ich jetzt nicht im Detail. Das gab es schon 5 Milliarden Mal in tausenden verschiedenen Events. Also je nachdem, ob ihr 4, 5 oder 6 Sterne Runen oder halt im Raid bestimmte Aufwertungssteine, also Schleifsteine meine ich, und Juwelen bekommt ihr halt Punkte. So, und dann variieren die Events so ein bisschen, was man mit den Punkten machen kann. Ihr seht es, ihr könnt pro Tag maximal 100 Punkte sammeln und ihr bekommt einen Aufwertungsstein pro 10 Punkte. Das heißt also, wenn ihr volle 100 Punkte habt, könnt ihr 10 Aufwertungssteine am Tag erlangen. Mehr geht eigentlich gar nicht. Also das heißt, wenn ihr hier voll habt, werdet ihr hier auch voll haben, ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr wissen wollt, was Aufwertungssteine sind, könnt ihr hier drauf drücken oder ihr hört mir ganz kurz zu. Das sind Steine. Ich klicke mal drauf, da vielleicht, was steht denn hier? Genau. Also, ach, jetzt hat es das komplett zugemacht, sorry. Also diese Aufwertungssteine, die sind nicht zu verwechseln mit den Aufwertungssteinen, die diesen Reappraisal Stones, ja? Also wo ihr die Sub-Eigenschaften ändern könnt. Nein, diese Aufwertungssteine haben einen Zweck. Und zwar verdoppeln sie eure Chance, eine Rune aufzuwerten. Entschuldigung, ich bin krank. Hab's ein bisschen mit der Stimme, entschuldigt. Und zwar folgendes. Also angenommen, ihr wollt eine 6-Sterne-Rune von Rang 12 auf, also von plus 12 auf plus 13 bringen. Oder von plus 13 auf plus 14 oder dann auf plus 15. Da habt ihr eine relativ geringe Chance, dass das klappt. Also ihr werdet das sicherlich schon gemerkt haben, eine 6-Sterne-Rune von plus 14 auf plus 15 zu bringen. Das kann schon mal 1 Million Mana fressen. Das heißt also, wenn ihr so einen Stein habt und die Chance ist meinetwegen bei 3%, dann ist sie mit dem Stein 6%. Also wenn wir jetzt sagen, okay, das kostet 1 Million Mana und ihr benutzt halt für jeden Aufwertungsversuch so einen Stein, dann werdet ihr wahrscheinlich nur 500.000 Mana brauchen im Durchschnitt. Also es geht halt einfach viel, viel schneller, dass ihr diese Aufwertungen schafft. Das ist also sehr, sehr geil. Bei den Steinen, das sage ich euch jetzt schon mal, auch wenn das erst am Ende mit dabei steht, ist es so, meistens, oder auch in diesem Event eigentlich immer, ist es so, wenn der Event vorbei ist, das Event vorbei ist, habt ihr die Steine noch eine Weile zur Verfügung, aber nicht unendlich lang, sondern nur bis zu einem bestimmten Termin. Schaut euch bitte, wenn ihr die Steine aufheben wollt, weil ihr sagt, ich habe alle Runen, die ich will, auf plus 15, ich warte jetzt auf eine andere Rune, die ich auf plus 15 bringen will und spare mir die noch ein bisschen. Schaut bitte genau nach dem Termin, nicht, dass die euch dann ablaufen. Dann bringt lieber eine andere Rune, die nur zweitrangig ist, aber dann bringt die lieber mit diesen Steinen auf plus 15, spart die Mana-Steine, das Mana an der Stelle, und dann könnt ihr es später in eure Aufwertung investieren. Ne? Also ich würde sie, also wirklich nur, wenn ihr gar keine Rune aufwerten müsst, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das gibt es eigentlich nicht.
dann könnt ihr sie verfallen lassen. Aber bitte lasst sie nicht verfallen, sie sind wirklich sehr, sehr nützlich, weil sie unglaublich viel Mana spielen. Unglaublich. Okay. Und mit den gesammelten Punkten, also hier bekommt ihr ja diese Aufwertungssteine für diese gesammelten Punkte. Und hier unten könnt ihr nochmal Runen herstellen. Ne? Also mit den gesammelten Punkten könnt ihr hier euch selbst nochmal Runen herstellen, die ihr braucht. Das ist vor allen Dingen für Leute nützlich, die jetzt zum Beispiel noch nicht Necro laufen können. Also meinetwegen, ihr lauft Dragons schon seit Monaten, aber ihr kriegt einfach kein gutes Necro-Team zusammen. Dann ist das hier natürlich eine sehr, sehr nützliche Geschichte, weil ihr euch hier Runen holen könnt, die ihr aus Necro bekommt. Oder ihr farmt seit Monaten halt immer Gewaltrune, aber euch fehlt die eine Gewaltrune für das eine Monster. Euer Pörner braucht doch unbedingt diese eine Gewaltrune, aber die droppt einfach nicht. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, auch noch Gewaltrunen herzustellen, um euch einfach die Chance zu erhöhen, vielleicht noch zweimal weniger Dragons rennen zu müssen, weil ihr die Gewaltrune hier bekommt. Ich empfehle, wer einen bestimmten Dungeon noch nicht laufen kann, dort aber Runen braucht, weil es ihm helfen würden, zum Beispiel den Dungeon besser zu schaffen, schneller zu schaffen oder was auch immer, dann holt euch hier die entsprechenden Runen. Also Beispiel wäre zum Beispiel, ihr könnt Dragons laufen, braucht meinetwegen 2 Minuten 50 und failt aber 3 von 20 Mal, also so bei 85% Erfolgsquote. Und wenn ihr meinetwegen eure Würdehill auf Gewalt hättet, anstatt auf Speed, weil ihr habt den aus irgendeinem Grund noch auf Tempo-Runen und wollt den unbedingt auf Gewalt haben, aber euch fehlen noch 2 Gewaltrunen, dann holt euch hier die Gewaltrunen, vielleicht sind die für Würde dabei und dann ist natürlich euer Dragons an viel safer und viel schneller vielleicht. Ich bin im Moment in der Zwickmühle, weil ich sehr viele verschiedene Runen brauche aus verschiedenen Dungeons. Ich brauche viele, viele, viele Wille-Runen, um sehr viele Broken Sets auszutauschen. Dann brauche ich Vampir-Runen, um mein Laika noch zu verbessern, wobei ich mit Laika eigentlich relativ zufrieden bin. Ich kann den euch gleich mal zeigen. Für die interessiert sind, bleibt am Ende mal dran. Ich zeige euch kurz Laika. Aber ich brauche auch Qual-Runen und ich brauche auch viele Gewalt-Runen und ich brauche auch Tempo-Runen. Weil ich habe zum Beispiel, wer das mitbekommen hat, ich habe Rika gezogen im letzten Summoning und für Rika empfiehlt sich Qual oder Gewalt. Die meisten spielen sie auf Qual, weil natürlich sie dann unglaubliche Stun-Maschine ist. Sie hat so viel AOE, hat eingebauten Stun schon auf ihrem zweiten AOE-Skill, den man natürlich mit der Qual-Rune noch verstärken kann, weil wenn der eine nicht prockt, vielleicht der andere, hat auf ihrem letzten Skill einen Multi-Hit-AOE, wo man natürlich die Qual-Stun-Chance sehr hoch ist und hat auf ihrem ersten Skill eine Chance einzuschläfern und wenn sie einschläfert, ist sie nochmal dran. Also damit hat sie auch hier nochmal Chancen, Qual-Prox zu bekommen. Meinetwegen, sie benutzt ihren ersten Skill, schläfert jemanden ein, ist dadurch nochmal dran, kann dann wieder ihren zweiten Skill benutzen stunt dadurch natürlich. Oder, und das, was ich interessant fände, sie mal auf starken Runen zu testen, wäre ein Rika auf Gewalt, weil wie gesagt, sie hat auf ihrem ersten Skill ja schon einen eingebauten Gewaltprock im Prinzip. Also wenn sie jemanden einschläfert, dann ist sie nochmal dran, was natürlich einen Gewaltprock resetten würde. Das heißt also, sie hat wieder die volle Chance auf einen Gewaltprock danach, kann dann vielleicht wieder ihren ersten Skill benutzen, dann wieder einschläfert, kann dann den Gewaltprock wieder resettet, kann dann wieder einen anderen Skill benutzen und wieder hoffen auf einen Gewaltprock. Also die kann sehr, 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 sehr häufig drankommen. Nicht ganz so krass wie jetzt zum Beispiel in Orion, aber schon sehr, sehr oft. Also eins von beiden möchte ich sie auf jeden Fall runen. Was, weiß ich noch nicht genau. Ich denke, das hängt davon ab, worauf ich mich dann konzentriere. Also was ihr nicht machen dürft, sorry, das ist jetzt ein bisschen abseits vom Event, aber was ihr nicht machen solltet, ist hier Runen zu nehmen, die ihr vielleicht irgendwann mal braucht, gell? Also das ist Quark. Genauso solltet ihr nicht meinetwegen eine Woche Dragons farmen und eine Woche Giants und dann
euch nicht auf eins konzentrieren, bis ihr das zusammen habt, was ihr habt, sondern ihr müsst euch auf eine Sache konzentrieren und müsst die farmen, bis ihr alles habt, was ihr braucht, und dann geht ihr zum nächsten und nicht so hin und her springen. Das wird euch nur frustrieren. Okay, und das trifft auch wieder auf den Event zu. Nehmt wirklich das, was ihr braucht und nicht das, was ihr irgendwann mal brauchen könntet. Also wenn ihr zum Beispiel noch keinen einzigen Charakter habt, der irgendwie Wille-Runen braucht oder irgendwo eine Wille auf Broken hat und da eine Wille benötigen würde, um den Broken, um das Broken-Set wegzumachen, dann nehmt auch keine Wille, dann nehmt irgendwas anderes, was ihr wirklich... Okay, gehen wir weiter. Ihr seht es, also wenn ihr Runen gefertigt habt, ihr könnt maximal 10 Stück fertigen, dann seht ihr hier auch wieder so einen Counter und das heißt, also ihr wählt euch hier eure Rune aus, drückt hier auf Fertigen, bekommt die Rune in euer Postfach, könnt maximal 10 Runen fertigen. Je nachdem, wie viele Runen ihr gefertigt habt, bekommt ihr nochmal Zusatzbelohnungen. Ihr seht das, also für eine gefertigte Rune bekommt ihr 50 Energie, 50.000 Mana-Steine, eine MS, diese antiken Münzen, 100 Kristalle, ein Maxi Rainbow-Mann, 4 Sterne. Dann Beschwörungssteine, noch mehr antike Münzen, noch mehr MS, noch mehr Kristalle. Und am Ende ein Reappraisal Stone, also wo ihr die Sub-Eigenschaften einer Rune verändern könnt. Und das ist natürlich passend zum Event, weil ihr hier, wenn ihr eine gute, meinetwegen ihr kriegt eine legendäre 6-Sterne-Rune, Slot 6 HP-Prozent mit Scheiß-Subs. Mega geile Rune, Scheiß-Subs, das könntet ihr hier verändern, ne? Aber das kennt ihr. Und hier wird nochmal erklärt, wie diese Aufwertungssteine funktionieren. Ich habe euch das gesagt, die verdoppeln die Rate. Ihr habt dann hier unten in diesem Bildschirm, das ist jetzt ein bisschen irritierend, habt ihr hier unten diesen kleinen Haken, den müsst ihr reinmachen und dann verwendet ihr. Und ansonsten kommen hier noch so ein paar Hinweise, aber brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das war's mit ihm. Ja, also hauptsächlich Runen herstellen. Einfach Runen herstellen, Runen herstellen, Runen herstellen Event und diese Aufwertungssteine, also diese Verdoppelung der Chance, die Runen zu verbessern. Meiner Meinung nach solltet ihr gucken, dass ihr euch zumindest diese Aufwertungssteine, die ihr ganz oben bekommt, die solltet ihr euch zumindest so lange aufheben, bis ihr hier eine Rune kriegt, die mega geil ist. Ja? Oder wenn ihr natürlich schon eine mega geile Rune habt, aber die aus irgendeinem Grund noch nicht hochgepusht habt, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr es natürlich nehmen. Aber meistens ist es ja, man bekommt eine richtig geile Rune, die man gebrauchen kann. Dann pusht man die zumindest auf plus 9 oder auf plus 12. Oder wenn man sie sogar auf ein Monster packt, dann halt auf plus 15. Je nach Slot. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle war es das mit dem Event. Und ich zeige euch nochmal kurz meinen Leica, den ich gebaut habe. Ich bin relativ zufrieden. Es geht besser, aber man muss bedenken, ich habe noch keine Juwelen und Schleifsteine und so reingepusht. Also die Runen, die er hat, also keine stimmt glaube ich nicht ganz, aber es sind kaum gepusht. Wir können ja mal gucken. Im Moment ist er auf Klinge und Vampir. Er soll dann auf Wille und Vampir. Aber ich habe momentan das Problem, dass ich die Crit-Rate ohne die Klinge-Runen noch nicht hoch genug kriege, dass ich damit zufrieden bin. Leica kann man auf mehrere Arten runen. Ich habe viel Death reingepackt. Was natürlich ohne die Wille-Rune nur bedingt geil ist, weil ihr natürlich schnell einen Defense-Break drauf bekommt. Das heißt also, den in die Verteidigung im GK oder BK zu setzen, ist natürlich nur bedingt vorteilhaft, weil ein Defense-Break drauf und ihr seht es, die HP sind relativ low, dann geht er sehr schnell down. Vorteil von dieser Konstruktion angenommen, es wäre jetzt Wille und man müsste sich nicht unbedingt so viele Sorgen um Defense-Break machen, er stellt ja, also Leica stellt ja mit den Vampirrunen. Warte mal, machen Sie mal hier auf, dann kann man es vorlesen. Stellt ja das Vampirset, ne, stellt ja 35% des ausgeteilten Schadens als HP wieder her. Ne? Also die HP, die wiederhergestellt werden, sind 35% des ausgeteilten Schadens. Wenn man natürlich viel Defense hat, bekommt man weniger Schaden in den HP, ne? Weil der Schaden ja durch die Defense reduziert wird. Und dadurch ist es natürlich einfacher, mit diesem Vampir-Effekt die HP wieder sehr hoch zu bekommen, verhältnismäßig, und eine gute Defensive aufzubauen. Ne? Also ein bisschen mehr HP wäre natürlich schon geil. Also in der Konstellation, wie sie jetzt hier ist, fände ich schon geil, wenn er auf 8000, 9000 HP käme. Aber ansonsten finde ich das ganz okay. Er hat ein bisschen wenig Attack, das liegt aber einfach daran, dass ich auf seinen Slot 6 eine Defense-Rune gepackt habe, mit aber 21% Attack, mit 11% Crit-Rate
und mit HP-Prozent. Ihr seht es, hier sind noch keine Steine drin, also diese Flat Defense könnte man dann zum Beispiel noch durch einen Crit Damage austauschen oder was auch immer. Aber wie gesagt, diese Runen oder diese, er sollte später, soll Laika auf jeden Fall auf Wille gehen. Deswegen sagte ich ja vorhin, dass ich Necro farmen will für Vampir und Wille-Runen für Laika oder halt Wahl oder Gewalt für Rika. Also ich habe unglaublich viele verschiedene Runen zu farmen, leider aus verschiedenen Dungeons. Das macht das Entscheiden gerade ein bisschen schwer und damit tue ich mich auch gerade ein bisschen. Weil ich nicht so richtig weiß, was ich als erstes machen soll. Ich habe einfach das Problem, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wenn man so viel machen muss, weiß man oft nicht, wo man. Ja, also das ist mein Laika. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn nicht mega krass, der beste Laika der Welt. Aber es ist, denke ich, ein guter Ausgangspunkt. Ein guter Punkt, von dem aus man mit dem Laika arbeiten kann. Die Attack könnten 200, 300 mehr sein. Die Defense ist super. Der Speed, okay. Also ich meine, es ist ein Damage-Dealer, der nicht auf Speed basiert. Mehr Speed ist immer geil, aber andere Stats sollten natürlich auch mehr sein. Crit-Rate ist so in Ordnung, aber wie gesagt, ist halt ja auch auf den Klinge-Runen. Crit-Damage ist auch in Ordnung. Ich habe viele Laikas gesehen, die komplett auf Crit-Rate und Crit-Damage verzichten und dafür mehr in diese Haupt-Stats investieren. Ja? Also dann noch mehr in HP, noch mehr in Attack, mehr in Speed. Defense sehe ich selten so hoch, wie ich das habe, aber ich finde, mit Vampir-Runen ist eine höhere Defense wichtiger als eine höhere HP, weil ja die HP-Regeneration der Vampir-Runen vom Schaden abhängt. Das heißt also, für mich wäre es auf jeden Fall sinnvoll, diese beiden Stats priorisieren. Aber wir können das ja mal kurz durchgehen. Also wie gesagt, hier haben wir die Defense-Rune, hier haben wir eine klassische Attack-Rune, Crit-Rate, Crit-Damage-Speed, Bisschen Accuracy, Flat Defense, also hier könnten wir auch nochmal austauschen. Hier haben wir eine Crit Damage Rune, HP, Accuracy, Speed, Crit Rate relativ low, aber wir haben auch noch Attack Inbound. Ihr seht, dass das war eine blaue Rune, also die Werte hier sind sehr, sehr low, aber hier können wir auch noch ein bisschen pushen, vielleicht kriege ich ja auch nochmal eine andere. Und hier, das sind eigentlich wirklich, das sind ganz gute Runen, denke ich. Wir haben hier Attack, Crit Damage, Crit Rate, HP, Attack. Geht hier glaube ich nicht, deswegen Crit Rate HP, Crit Damage Speed. Und hier haben wir, Speed, Crit Rate, Crit Damage Accuracy. Und hier könnten wir, glaube ich, noch Attack Prozent drauf bauen. Wäre ganz gut. Oder vielleicht auch nochmal HP. Das müssen wir mal schauen. Ihr seht, die mache ich sogar auf plus 15, weil das ist Attack 6 Sterne. Jeder Attack Punkt zählt hier bei Laika, weil er gleichzeitig nicht nur Schaden bringt, sondern auch Heal. Also auf jeden Fall eine gute Geschichte. Als nächstes. Das könntet ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, unabhängig vom Event. Ich habe hier so ein paar Monster mal aus der Monsterbox geholt. Ihr seht das, auch hier unten noch ein paar. Die ist als Skill-Up für die gedacht. Hier, den baue ich dann zusammen mit Garo auf, wobei Garo ein bisschen priorisiert wird. Die wollte ich halt auch mal aufbauen und die für PvP als CC-Monster kann man die gut aufbauen. Die hat auch sogar schon Runen drin. Wie ihr seht, sind die aber noch nicht gepusht, erstmal nur reingeballert. Ich habe tatsächlich 5 Sterne Monster. Ich weiß aber nicht, was ich auf 6 Sterne bringen soll. Also ihn will ich eigentlich nicht. Ihn wollte ich mal, hält ich mich jetzt auch zu. Ist jetzt die Frage, sie ist geruhnt und zwar schon relativ gut. Also hat wenig Defense, aber alles andere ist schon recht hoch. Attack, Speed, HP. Es sind jetzt nicht die mega geilen Runen, aber ist das mal für Raid? Wäre das erstmal ein guter Anfang. Ist halt super wenig Defense. Braucht mehr Defense, aber könnte man in Raid schon mal als 6-Sterne-Monster dann mitnehmen, als 5-Sterne-Monster. Für ein Speed-Team Tag auf 6 Sterne, es wäre mein erster Tag, also vielleicht. Sie hat keine Skill-Ups, er hat keine Skill-Ups. Und die beiden möchte ich nicht. Also schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen 5 Monstern hier, oder meinetwegen auch von diesen 7 Monstern, welchen davon würdet ihr auf 6 Star bringen? Oder würdet ihr sagen, hier, warte auf Garo, bau Garo dann sofort 6 Sterne oder nehmt einen von den beiden. Oder vielleicht auch die hier, Shayna. Shayna hat auch schon ein paar Runen drin, kann euch das zeigen. Attack, Crit Damage, Attack, aber das ist nicht unbedingt das intelligenteste Set für die. Das sind einfach mal Runen, die ich reingepackt habe, damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe. Was sagt ihr? Also was ist eure Meinung? Welches Monster sollte ich auf 6 Sterne bringen? Um das mal kurz, weil jetzt wird natürlich der eine oder andere fragen, ja, wofür denn? Ja, hauptsächlich für PvP oder halt um den einen oder anderen Dungeon Run zu beschleunigen. Wobei da eigentlich ja nur
klar, eigentlich nur sie und Tark in Frage kämen. Welcher Dungeon ist eigentlich relativ Wurst, aber das sind dann halt, der ist halt eher Dragons Giants, sie ist dann vielleicht eher Dragons. Guckt euch mal an, überlegt euch mal, gebt mir einfach mal ein paar Tipps oder was auch immer. Ich meine, im Endeffekt entscheide ich es dann sowieso selber, aber ich lese mir das auf jeden Fall durch und wenn da der ein oder andere gute Tipp, die ein oder andere interessante Meinung dabei ist, werde ich sie zumindest diskutieren oder vielleicht auch umsetzen. An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank für eure Geduld. Ich hoffe, die Informationen zum Event haben euch weitergeholfen. Ich hoffe, die Informationen zu meinen Monstern haben euch nicht allzu sehr gelangweilt. Bis zum nächsten Mal.